Es hat vor allem mit zwei Dingen zu tun. Ne? Bei der Corona-Bedrohung fühlen sich Menschen unmittelbar einem Risiko ausgesetzt. Ne? Sie fahren in der Straßenbahn, sie gehen in einen Laden einkaufen und jeder Mensch, der ihnen begegnet, könnte sie potenziell mit einer tödlichen Krankheit anstecken. Und deswegen wollen sie fast alles tun, um diese Pandemie wieder in den Griff zu kriegen. Wohlverhalten, ja, man wäre sogar bereit, die bürgerlichen Freiheiten für eine kurze Zeit aufzugeben. Und das bringt mich zum zweiten wesentlichen Grund, für kurze Zeit. Um die Klimakrise zu überwinden, brauche ich einen ziemlich langen Atem. Ja, ich muss die nächsten 30 Jahre die Transformation nicht nur einleiten, sondern durchstehen. Ich brauche sehr viel Geduld. Muss auf vieles verzichten, und zwar für immer. Und diese Herausforderung ist vom menschlichen, vom psychologischen, vom ethischen her unvergleichlich mit den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie uns zumutete. Ich meine, eine Technologie, deren Abfallprodukte niemand weiß, wie er sie sicher verstauen kann oder aus der Welt schaffen kann, ist an sich schon eine Totgeburt. Darüber müsste man eigentlich nicht mehr reden. Aber wenn wir das im Zusammenhang mit der Klimakrise diskutieren, dann müssten Sie jedes Jahr Hunderte von Atomkraftwerken bauen, um den Energiebedarf aus dieser Quelle zu schaffen. Und die Briten versuchen ja gerade eins zu bauen, das viel, viel teurer wird, als man sich jemals vorgestellt hat. Also die technischen Probleme, Ingenieursprobleme, die Entsorgungsprobleme, die ökonomischen Probleme sind so riesenhaft, dass nur ein Narr auf diese Karte setzen kann. Ich habe mit keinem einzigen Wort irgendwas von Planwirtschaft gesagt, nicht? Ich habe davon geredet, dass man möglichst viele ökonomische Kreisläufe schließen sollte. Also Energieproblem. Wenn wir tatsächlich so weit kommen, dass wir in energiepositiven Häusern leben oder Siedlungen leben, ja, dann brauche ich natürlich keinen weltweiten Energiemarkt mehr und gewisse Möglichkeiten, Profite abzuschöpfen, entfallen dadurch. Damit ist aber nicht das Privateigentum abgeschafft und damit ist auch nicht der Markt abgeschafft. Nächstes Beispiel: Automobilindustrie. Für mich als Physiker ist es geradezu unerträglich, dass wir seit, ja, 120 Jahren einen völlig ineffizienten Antrieb nutzen, also den Verbrennungsmotor. Mit anderen Worten, wir leisten uns seit Jahrhunderten eigentlich den Luxus, hochgradig ineffizient zu wirtschaften, ineffizient zu leben, die guten Lösungen, die wir eigentlich längst schon kennen würden, nicht anzunehmen, weil sich Wertschöpfungs- und Profitketten gebildet haben, die natürlich Beharrungskräfte haben, die Lobbyismus betreiben und so weiter.